Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Season 4, die in diesem Oktober 2021 beginnt und bis in den Sommer 2022 reichen wird. Und das Thema dieser Season 4 ist ein lustiges, amüsantes, spannendes Thema, nämlich die Liebe. Es gibt eine Fülle von Literatur in Europa, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und neben dem Mord ist es wohl überhaupt eins der bedeutendsten Themen, die von den bedeutendsten Autoren Europas abgehandelt wurde. Es gibt Love Stories für alle möglichen Alter, für Teenies, für Twins, für mittelalterliche Menschen, für Senioren, und es gibt alle möglichen Kombinationen von Geschlechtern, die in Liebe zueinander verfallen. Ich denke, mit die meisten Liebesgeschichten behandeln immer noch die Beziehung zwischen Männern und Frauen, aber es gibt inzwischen natürlich auch Liebesgeschichten, die die Beziehung zwischen Männern oder zwischen Frauen behandeln oder von diversen anderen Menschen aus von anderen Geschlechtern. Es gibt sogar Liebesgeschichten, die die Beziehung zwischen Aliens und Menschen abhandeln. All das ist möglich geworden Ende des 20. und jetzt im 21. Jahrhundert. Einige dieser Liebesgeschichten haben ein trauriges Ende. In der Moderne enden sie oft mit der Scheidung des Liebespaares, aber schon zu Beginn, als das Thema Liebe in den Romanen bekannt geworden ist, gab es Romane, die eben eine traurige Liebesbeziehung ausführlich schildern. Und eines der berühmtesten Beispiele ist Emily Bronte, Sturmhöhe von 1847. Bis hin zu dem ganz berühmten Roman von Margaret Mitchell, Gone with the Wind, 1936, vom Winde verweht. Eine große Beliebtheit haben natürlich die Liebesgeschichten mit Happy End. Und es beginnt schon in der Spätantike. Der erste vollständig erhaltene Liebesroman stammt aus dem späten dritten nachchristlichen Jahrhundert von Heliodor, Chariklia. Ich habe diesen Roman ganz ausführlich in einer Season vorgestellt und vollständig vorgelesen. Und es geht bis hin zu den Komödien von Shakespeare in der Renaissance, bis hin ins 19. Jahrhundert zu Jane Austen, Pride and Prejudice und dann bis heute Liebesgeschichten, die glücklich enden. Eine der amüsantesten Liebesgeschichten, die ist die von A.L. Kennedy, wie ich finde. Sie heißt Gleißendes Glück und stammt vom Ende des 20. Jahrhunderts, 1997, 98. Große Literaten haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und dann ist das Thema auch in die Trivialliteratur gerutscht, war eigentlich von Anfang an auch dort beheimatet, aber gerade Ende des 19. Jahrhunderts hat sich dann wirklich die Heftchen-Romanzen dieses Themas angenommen. Das, was man Chick-Literatur nennt, also Literatur für Frauen, Pulp Fiction, Trivialliteratur, ist ein Thema, das in dieser billigen Romanliteratur sehr, sehr beliebt ist. Im 20. Jahrhundert haben sich die Filme und die Serien der Liebesgeschichten angenommen. Das sind die sogenannten Rom-Coms, die romantischen Komödien, ein eigenes Filmgenre, was auf Netflix und überall seine Fans findet. Das Thema dieser Romane, Serien, Filme ist die Liebe als der Sinn des Lebens. Ende August hat Anna Vollmer in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen Artikel geschrieben, in dem sie die Beliebtheit der Romcoms behandelt und sich anschaut.
Und sie schildert eine sehr nette Anekdote, die den berühmten amerikanischen Regisseur Billy Wilder betrifft. Billy Wilder habe geschlafen und sei eines Nachts aufgewacht und habe eine geniale Idee gehabt, die er sofort notieren musste. Hat sie aufgeschrieben, weitergeschlafen. Und als er am nächsten Morgen sich diese Notiz anschaute, lautete sie: Boy meets Girl. Junge sucht Mädchen. Eine geniale, aber eben auch sehr triviale Idee. Denn die Liebe zieht immer. Immer finden sich Anhänger, die Romane, Serien, Filme schauen wollen, in denen die Liebe das Thema ist. Der Hauptteil behandelt schon die Liebe zwischen Männern und Frauen. Und in der postkolonialen Kritik, die eben seit ein paar Jahrzehnten auch an den europäischen, amerikanischen Universitäten groß geworden ist, wird der Vorwurf erhoben, dass es Geschichten von Weißen für Weiße seien. Und da ist auch was dran. Es sind europäische Geschichten. Und sie zementieren auch ein altes Rollenverständnis, das andere Liebesbeziehungen außen vor lässt, zum Beispiel eben homosexuelle. Wie gesagt, das hat sich erst in der letzten Zeit ein wenig geändert, gerade auch unter dem Eindruck, den diese Kritik dann hervorgerufen hat. Im Großen und Ganzen sind das Geschichten zwischen Männern und Frauen und zwischen weißen Männern und weißen Frauen. Und ganz selten tauchen jetzt in diesen Serien auch einmal Menschen, POCs auf, also Menschen mit einer nicht weißen Hautfarbe. Denken Sie nur an die Darsteller in der Netflix-Serie Bridgerton. Eine Serie, die dann auch wirklich ein Oha-Erlebnis bei den Zuschauern ausgelöst hat. Und das Rollenverständnis, was da tradiert wird, ist das späte bürgerliche Rollenverständnis, nämlich die Männer müssen männlich sein und die Frauen müssen weiblich sein. Und mit ganz bestimmten Attributen und Merkmalen sind sie ausgestattet. Und es ist jetzt gerade in China wieder eine Welle aufgekommen, dass der chinesische Staat Schauspieler an den Rand drängt, mit dem Vorwurf, die Männer seien zu verweichlicht. Schauspieler würden eine verweichlichte Ästhetik in die Medien bringen. Das seien ungesunde Inhalte, die der chinesischen Gesellschaft schaden würden. Man wolle ein patriotisches, kämpferisches Image des chinesischen Mannes. Und so haben es Schauspieler, die etwas bisschen anderes verkörpern, zurzeit schwer in der Volksrepublik. Das Modell, dieses klassische Rollenmodell, entsteht in der sogenannten romantischen Liebe, die entwickelt wird als Vorstellung um 1800 und sich dann im 19. Jahrhundert in der industriellen Gesellschaft ausprägt. Im Biedermeier im späten 19. Jahrhundert. Ein Rollenverständnis, was dann im 20. Jahrhundert etwas modernisiert wird und korrigiert wird, aber immer noch Fans hat. Und wir wollen uns anschauen, wie dieses Modell aussieht, wie es um 1800 entstanden ist, wie es sich im 19. Jahrhundert verändert hat in der Literatur Europas. Und zunächst einmal ist dazu zu sagen, dass diese romantische Liebe im späten 18. Jahrhundert entstanden, ein wirklich revolutionärer, aufbegehrender Akt der Geschlechter gewesen ist, der erst im 19. Jahrhundert dann zu einer totalen Angepasstheit geführt hat, die wir auch heutzutage furchtbar finden. Das Modell ist folgendes: Der Mann muss männlich sein, zupackend, er ist der aktive Teil
Er verkörpert den Verstand, er ist der Typ Wissenschaftler, Ingenieur, weltoffen, kann in die Welt fahren. Und die Frau muss wirklich weiblich sein, sie ist der passive Teil in dieser Beziehung. Sie verkörpert das Gefühl und ihr Herrschaftsbereich sind Kinder, Küche und im 19. Jahrhundert die Kirche. Es ist der Typ Alpha-Männchen, der sich eine Frau sucht, die durchaus auch eigenwillig sein kann, aber sich ihm zum Schluss unterordnet, freiwillig aus Liebe zu diesem Mann. Das ist das eine Moment dieses Rollenverständnisses. Das zweite Moment ist das ewige Liebe. Die Liebe zwischen diesen beiden, die sich da gefunden haben, dauert über den Tod hinaus. Zumindest im 20. Jahrhundert ein Leben lang. Das ist ganz wichtig. Und das kommt daher, die dritte Komponente, weil der Gedanke ist, dass sich zwei gefunden haben, die erst zusammen eins werden. Der Satz ist dann immer, du machst mich ganz, du vervollständigst mich. Durch dich werden meine Extreme aufgehoben. Wir zusammen ergänzen uns zu vollständiger Harmonie. Dieses Rollenverständnis, dieses Verständnis der Liebe zwischen Mann und Frau wurde schon am Anfang in Romanen verewigt, die auch durchaus von denen auch durchaus ein gefährlicher Einfluss gerade auf die Gemüter der Frauen behauptet wurde. Schon damals hat man gesagt, Mädchen und Frauen sollen sich von dieser Art von Literatur, die das zum Thema hat, fernhalten. Ein hübsches Beispiel ist Jane Austens Die Abtei von Northanger, wo die 17-jährige Catherine Morland den Roman von Anne Radcliffe Udolphus Geheimnisse liest und dieser Roman hat einen verderblichen Einfluss auf sie. Er weckt in ihr Gefühle und Ängste und Vorstellungen, die eben nicht der Realität entsprechen. Der verderbliche Einfluss dieser Literatur, auch eben gerade der Liebesliteratur, wurde noch in der DDR hervorgehoben. Und nach 1949 hat die DDR diese Art von Literatur verboten. Sie hat die Bücher aus dem Verkauf entsorgt, hat sie nicht mehr aufgelegt, weil das, was in diesen Romanen beschrieben werde, verkörpere bürgerliche Werte, die in der sozialistischen Gesellschaft keinen Platz mehr finden. Und das so ganz falsch ist das ja auch nicht. Man kann das belächeln. Aber ja, so ganz falsch ist es natürlich nicht, denn dieses Rollenverständnis ist eigentlich so überholt und veraltet und dennoch so beliebt. Wie gesagt, also die großen Literaten seit 1780 haben sich dieses Themas angenommen. Denken Sie nur an Goethes Werther, in eben die Austen-Romane oder Bronte, die Schwestern. Also, das war die hohe Literatur. Und bis ins 20. Jahrhundert haben sich die großen Literaten weiter mit diesem Thema beschäftigt, wenn sie vielleicht auch den Hintergrund, den historischen Hintergrund noch stärker in den Mittelpunkt gerückt haben. Ich will Ihnen nur drei große Liebesromane, Romane nennen, die wir gerade lieben, weil darin große Liebespaare auch geschildert sind, aber die einen ganz großen und wichtigen Teil in der Politik und Geschichte finden. Da ist eben zum Beispiel Boris Pasternaks Dr. Schiwago zu nennen, aber auch noch in anderer Hinsicht D. H. Lawrence Lady Chatterley's Lover und dann bis hin zu Garcia Marquez, Liebe in den Zeiten der Cholera. Die Trivialliteratur ist reich geworden mit diesem Thema. Ab 1880 haben sich die Familienblätter
der Liebesgeschichten angenommen. Gartenlaube ist da zu nennen. Und eine Hedwig Kurzmaler, die 1950 gestorben ist, hat eine Auflage von 80 Millionen Exemplaren erreicht. Die Bastei-Liebesromane kennen die Älteren von uns noch. Das hat auch die eine oder andere Tante von uns gelesen oder auch mal die Oma. Und in den Soap-Operas des Fernsehens und der YouTube-Filmchen ist das ein beliebtes Thema geblieben. Das Coming of Age, die erste Verliebtheit in der Adoleszenz. Das Happy End ist bevorzugt. Und wir wollen uns eben auch fragen, woher kommt das eigentlich? Worin besteht der Reiz dieser Art von Liebe, die nun wirklich das Alpha-Männchen, das dem sich die eigenwillige, selbstständige junge Frau unterwirft, ein Thema, was in der Moderne wirklich nicht mehr angesagt ist, in der Moderne, in der die Gleichberechtigung der Geschlechter und der diversen Geschlechter normal geworden ist, dennoch hat dieses Thema seinen Reiz behalten. Und wir wollen uns fragen, woher kommt das und was sind die Ingredienzien, die dieses romantische Liebe nach wie vor so reizvoll macht. Und wir wollen uns ganz zum Schluss dann noch fragen, was hat sich dann doch auch geändert in den Liebesromanen der Moderne? Hat sich was geändert und warum und wieso? Und ich denke, so wird diese vierte Season eine Season werden, die doch einigen von Ihnen Vergnügen bereiten kann. Es ist etwas, was zum Schmunzeln anregt, auch zum Nachdenken. Und sie führt uns in unsere eigene europäische Gefühlswelt hinein, die wir zum Teil vergessen haben, verdrängen und immer noch lieben und ihr immer noch nachhängen, obwohl wir genau wissen, dass das eigentlich nicht mehr comme il faut ist.